Ja, wir sind heute in Kenz und machen die Kirchentour der CDU-Landtagsfraktion, also des Arbeitskreises Finanzen. Und wir haben ja einen Kirchensanierungsfonds und auch hier sollen für die Zukunft, für das nächste Bauvorhaben nochmal Kirchensanierungsgelder reinfließen. Und ich glaube, hier ist auch jeder Euro, den wir investieren, gut angelegt. Wir sind als Kirchengemeinde natürlich sehr dankbar, dass sich auch das Land Mecklenburg-Vorpommern und eben in diesem Fall auch die CDU-Fraktion dafür einsetzt, dass unsere Kirchen, also dass wir als Kirchengemeinden unterstützt werden beim Erhalt der Gebäude. Wir erleben das in unserem Bundesland eigentlich als sehr hilfreich, dass eben auch dieser Strategiefonds, aus dem eben ein Großteil auch der Summe jetzt bezahlt werden wird, eben einfach uns ermöglicht, diese Kirche auch für die Menschen vor Ort, eben aber auch für die Touristen zu erhalten.